Dann folgten wir unserer Führerin in den letzten Raum, der sich als Umkleide entpuppte. Größer und ein wenig luxuriöser ausgestattet als die Umkleide unten, gab es sogar eine Sitzgelegenheit in der Mitte zwischen den Spindreihen. Wenn ihr noch Fragen habt, nur keine Scheu. Kommt einfach vorbei und fragt, ja? Sie wartete noch einen Augenblick, ob wir bereits jetzt Fragen hatten. Hatten wir nicht. Dann ging sie. Mark platzierte die Tasche auf der Sitzgelegenheit und öffnete sie. Mit einem Griff entschied ich mich für die mutigste Variante. Einem schwarzen Oberteil, welches aus großen Maschen bestand und eigentlich nur die neckischere Variante von ganz nackt war. Gerade als ich meine maschigen schwarzen Strapsstrümpfe an dem Oberteil befestigte, kamen zwei weitere Pärchen in den Raum. Trotzdem gelang es mir, auf einem Bein hüpfend ein wenig zu rutschen. Endlich bekam ich die kleine Schnalle fest. Nun nur noch der schwarze Lackrock und die hohen schwarzen Stiefel und fertig. Mein Spiegelbild lächelte mir aus dem bodenhohen Spiegel entgegen. Und ich kam nicht umhin, mich selbst zu bewundern. Sah ich geil aus. Mark stellte sich hinter mich und kam offensichtlich zu demselben Ergebnis. Mit seinem schwarzen Hemd, der roten Boxerunterhose zu schwarzen Schuhen, sah er aber auch zum Anbeißen aus. Ich ließ seine Hand über mein Oberteil gleiten und ich genoss den leicht kratzigen Druck, der durch den Wechsel zwischen dem sanften Spiel seiner Fingerspitzen auf meiner bloßen Haut und der Berührung durch den netzartigen Stoff des Kleidungsstücks entstand. Ein lustvoller Schauer lief unter meiner Haut entlang und über meinen ganzen Körper. Obwohl ich sie noch nicht berührt hatte, zogen sich meine Brustwarzen zusammen, als hätten sie erst jetzt durch die Gänsehaut bemerkt, dass sie vollständig entblößt waren. Keck richteten sie sich in einer stummen Einladung auf. Eine Einladung, der Mark nur zu gerne folgte. Er beugte sich an meiner linken Seite hinab und saugte die verlockende Köstlichkeit in seinen warmen Mund. Sein erster Zungenschlag traf mich unvorbereitet und ließ meine Knie schwach werden. Mark wiederholte sein neckisches Liebkosen und als er dieses Mal noch zusätzlich mit seinen Zähnen über die empfindliche Spitze schabte, gaben meine Knie wirklich nach. Lachend hielt er mich fest, während die aufgestaute Lust in meinem Unterleib flatterte wie ein gefangener Vogel. Mir wurde heiß und kalt zugleich. Das Blut in meinen Adern pochte schneller, meine Schamlippen schwollen an und wurden empfindlicher. Ich konnte spüren, dass sich meine inneren Schamlippen öffneten, wie die Blätter einer Blume, die äußeren zur Seite gedrückt und die inneren entfaltet, um den Nektar in der Mitte freizugeben. Ich bewegte mich und die Reibung meines Lips an meinen geschwollenen Lippen brachte mich an den Rand des Wahnsinns. Trotzdem folgte ich Mark die Treppe hinab nach unten und mit jeder Stufe rieb der Slip mehr und brachte meine Schamlippen durch den Genuss der Reibung dazu, weiter anzuschwellen. Ein echtes Dilemma. Mit jeder Bewegung wurde meine Zwickmühle unerträglicher und zugleich verlockender. Endlich war ich am Fuße der Treppe angekommen und stand vor der Wahl. Theke, Buffet oder die Spielwiesen? Ich entschied mich für die Spielwiesen und ignorierte Marks Überraschung, als ich die Treppe zu den Matratzenpalästen der ersten Etage ignorierte. Erst die unteren Räumlichkeiten. Die waren näher. Außerdem wollte ich nur noch eins: gefickt werden. Schnell, hart und bis zum erlösenden Orgasmus. Gefolgt von Mark betrat ich die verworrenen Gänge, die im Hellen wahrscheinlich wesentlich übersichtlicher waren. Aber am Abend wurden sie durch die wechselnden Lichtverhältnisse nicht nur romantisiert, sondern zu einem mystischen Labyrinth. Eine erste Dunkelkammer ignorierte ich ebenso wie den Pranger, der einladend auf einem rotsamtigen Podest stand. Erker mit ebenfalls rot bezogenen Matratzen luden zum Spielen ein. Doch mein Verlangen war einer normalen Neugierde gewichen und diese Spielwiesen waren mir dann doch zu direkt am Gang. Einen Bock verwarf ich beim Anblick des integrierten Dildos und leider wartete auch der Folterstuhl mit einem fest angebrachten Phallus auf. Bereits im zweiten Raum trafen wir auf einen Solomann, der anscheinend ebenfalls gerade die Räumlichkeiten besichtigte. Als er uns auf eine Einladung hoffend weiterhin folgte und sich uns nach wenigen Metern zwei weitere Solomänner anschlossen, gingen wir doch nach oben. Waren die Disco und die unteren Spielwiesen angenehm leer gewesen, so war es in der ersten Etage brechend voll. Der Geruch von Moschus und Sex war schon auf der Treppe zu riechen gewesen und der Duft wurde von Schritt zu Schritt intensiver, während es im gleichen Maße wärmer wurde. Die schönen, großzügigen Räumlichkeiten, die wir auf der Website gesehen hatten, konnten wir nicht genießen, weil es definitiv zu voll war. Trotzdem staunten wir. Zwei Liegeflächen mit rotem, abwaschbarem Bezug hingen an Ketten von der Decke.
Sie waren wie ein Himmelbett dekoriert und der weiße Stoff zierte nicht nur das Dach, sondern auch die Seitenwände der luftigen Liebesstätte.